guten Morgen, Katze. Du wirkst ja sehr begeistert. Und damit einen wunderschönen, nicht naturalen Morgen auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Mich geht es jetzt gleich Beine trainieren, weil ich schon seit vor der Fibo keine Beine mehr trainieren konnte, weil ich mir irgendwie was an der linken Wade bzw. am Sprunggelenk getan habe. So vernünftig wie ich bin, war ich natürlich bis jetzt nicht beim Arzt, sondern habe es einfach so auskurieren lassen. Und ich hoffe jetzt einfach darauf, dass es nicht wiederkommt. Ich fange jetzt erstmal an mit ein bisschen Mobility-Training, weil ich habe keinen Bock, mich zu verletzen. Deswegen, ich habe mir letztens so eine Story von Urs so per Screen-Recording gesichert. Ich mache das einfach mal so ein bisschen nach und hoffe, dass das dann funktioniert. Kleines Zwischenfazit. Handgelenk. Ich habe kein Wort verstanden. Sprunggelenk spackt immer noch, aber es geht. Von daher gibt es jetzt heute ein bisschen Warmwerttraining. Ich hoffe, bei der nächsten Session kann ich dann wieder richtig reinstarten. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns nicht wehtun. Das ist heute irgendwie sinnlos. Also mein Sprunggelenk zickt rum. Ich habe die ganze Zeit Schmerzen, besonders auf der Hackspot gehabt. Irgendwie will das heute nicht. Muss ich wohl doch zum Arzt. Da kannst du schon Depressionen kriegen ab und zu. Aber ich habe noch ein Thema, was mir tatsächlich ein bisschen am Herzen liegt. Viele Leute sind von Social Media ein bisschen, ja, ich sag mal, sehr verblendet. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Denkst du, du kannst mit Stoff so aussehen wie Markus Rühl? Nee. Oder Dennis Wolf. Oder Big Ramy. Wahrscheinlich nicht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Naturalathleten irgendwie ja anders ist. Dass jeder denkt, jeder kann natural enorm krass sein. Warum auch immer. Und dass da irgendwie Genetik kein Faktor ist und sonst was. Aber wenn man sich halt auch mal so Studien und so anguckt, die haben meistens irgendwie so eine Aufteilung von so einer Glockenkurve, heißt das unten immer so ein paar Leute, die halt so am unteren Limit sind, dass oben ein paar Leute, die im oberen Limit sind und in der Mitte, staut sich das halt mit den Leuten, die halt so der Durchschnitt sind. Das heißt, ihr werdet immer Leute haben, die quasi gar nicht auf Krafttraining reagieren. Die werden, keine Ahnung, 5 Jahre lang sich voll den Arsch aufreißen können und sich sogar Stoff reinjubeln können. Und da passiert halt relativ wenig bis gar nichts. Und dann gibt es halt Leute, die brauchen gefühlt gar nichts zu machen. Bei denen wird enorm viel passieren. Und worauf ich damit aber eigentlich hinaus will, ist einfach der Fakt, dass die Leute, die ihr verfolgt und die ihr seht, gar nicht ohne Grund sind. Die sind nicht aus heiterem Himmel heraus Influencer geworden, sondern, naja, eventuell haben die so ein bisschen in der genetischen Lotterie gewonnen. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, du wirst wahrscheinlich niemals aussehen können wie Paul Unterleitner oder andere Influencer. Kannst du von einem Säugling im Durchschnitt so viel erwarten, ja? Weil die Jungs an dem Punkt nur sind, weil sie diese Talente sind. Es kann sein, dass du vom FFMI her, also das ist, der FFMI ist eine Skala, die angibt, wie viel Muskulatur man hat. Der GNBF sagt, maximal kann man natural 26 haben, eigentlich nur 25. Aber die sagen für so naturale Supertalente und so 26. Aber es kann sein, dass du niemals ansatzweise die 25 erreichen wirst. Das bestimmt nun mal deine Genetik. Es kann auch sein, dass du mit Stoff nicht ansatzweise die 26 erreichen wirst. Das kann alles sein. Das steht auf gar keinen Fall für mich in Frage. Deswegen bin ich persönlich gar kein Fan davon zu sagen, naturales Limit hier, naturales Limit da, dies, das. Das kannst du nicht wissen. Wenn du mal 10 Jahre lang alles perfekt gemacht hast, wirklich mit allem perfekt, meine ich alles perfekt, du schläfst jede Nacht 8 Stunden, du hast den perfekten Kalorienüberschuss, du hast perfektes Training und. Was natürlich niemals passieren wird, weil niemand von uns kann perfekt trainieren und leben. Aber nur dann kannst du wissen, wo deine naturale Grenze ist. Und das wird halt einfach nicht so der Fakt sein. Es gibt auch Leute, die können einfach niemals wirklich dicke Beine aufbauen, von der Genetik her. Andere Leute können es.
Guckt euch die Waden von einem Dennis Wolf an. Wenn der Mann Waden hätte haben können, hätte der mit Sicherheit welche gehabt. Hundertprozentig. Von daher, vergleicht euch nicht zu sehr mit anderen Leuten. Ich werde niemals so aussehen können wie Daniel Kubik. Wahrscheinlich ist Daniel sogar noch breiter als ich, obwohl er natural ist. Ihr werdet niemals aussehen können wie ich oder sonst wer. Das ist ja Bullshit. Das geht ja gar nicht. Ich weiß zum Beispiel jetzt für mich, nach einem Jahr, wo ich dabei bin, ich werde wahrscheinlich niemals ein Profi werden. Dafür gehe ich halt einfach nicht gut genug auf dem Zeug auf. Da gibt es andere Kandidaten, solche Leute wie William oder Urs oder sonst wer. Ja, die haben halt innerhalb von 3 Monaten 10 Kilo gemacht. So, mal eben so. Ich habe dafür, keine Ahnung, 9 Monate gebraucht. Das war es jetzt aber auch mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So ein bisschen Real Talk. Ich habe gerade eben einen Termin mit meinem Chiropraktiker ausgemacht und Sportmasseur für meine Wade. Dann hoffe ich mal, dass das besser wird und ich ab nächster Woche wieder vernünftig Beine trainieren kann. Wir haben aktuell noch 20% auf Proteine bei ESN. Da könnt ihr sparen mit dem Cartoonfisch. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt, kommentiert mal bitte mit einer Banane. Dankeschön. Ciao, ciao.